Sie zählen zu den häufigsten Gründen für Tierarztbesuche. Heute im Zooplus-Magazin: Verdauungsprobleme bei Hunden. Verdauungsproblem ist lediglich ein Oberbegriff und wird verwendet für jegliche Funktionsstörungen des Magen-Darm-Traktes. Um euch mit wertvollen Tipps und Hintergrundwissen zu unterstützen, werfen wir heute einen Blick auf die verschiedenen Ursachen, Symptome und Erkrankungsbilder. Während Symptome wie Durchfall oder Erbrechen Hundehalterinnen und Haltern meist schnell auffallen, sind eine schleichende Gewichtsabnahme und Verstopfungen nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. In unserem Fall hat Hündin Kira zum wiederholten Male sehr flüssigen Kot auf ihrer Gassirunde abgesetzt. Die Sorgen bei ihrem Halter sind berechtigt, da Kira bereits vor kurzem wegen Durchfall und Erbrechen in der Tierarztpraxis war. Wenn sich ein Hund nur leicht den Magen verdorben hat, hören die Symptome meist nach kurzer Zeit wieder auf. Wichtig ist es, das Tier immer genau zu beobachten. Wenn sich keine Besserung einstellt, solltet ihr nach 1 bis 2 Tagen umgehend eine Tierarztpraxis aufsuchen. In der Regel werden als erstes die wichtigsten Fragen zu Patient und Symptomen in einem Anamnesegespräch abgeklärt. Da Kiras Fall der Tierärztin bereits bekannt ist, schildert der Halter die erneut aufgetretenen Probleme. Er hat zudem eine Kotprobe seines Hundes mitgebracht, um der Tierärztin einen Blick darauf zu ermöglichen. Hinter Verdauungsproblemen bei Hunden kann eine Vielzahl an Ursachen stecken. Darum werfen wir einen Blick auf die häufigsten Krankheitsbilder und ihre Auslöser, wobei auch Überschneidungen möglich sind. Kommt von außen etwas Falsches in den Magen, spricht man von diätetischen Erkrankungen. Das heißt, die Gruppe der Gefährdeten ist hier ziemlich groß. Schnappt euer Hund etwas auf, das zusätzlich noch medizinische Wirkstoffe oder Gifte enthält, kann die Situation sehr ernst sein. Auch verschiedene Erreger können den Verdauungstrakt des Hundes krank machen. Die genaue Ursache lässt sich nur durch gezielte Untersuchungen in der Praxis feststellen. Liegt die Ursache im Verdauungssystem selbst, spricht man von einer Erkrankung des Magen-Darm-Traktes. Oftmals handelt es sich um Entzündungen einzelner Verdauungsorgane. Spezielle Formen, wie zum Beispiel ein Darmverschluss oder eine Magendrehung, müssen sofort behandelt werden, da sie lebensbedrohlich sein können. Eine Diagnose ist nicht immer sofort und einwandfrei zu stellen, vor allem wenn die Symptome recht mild verlaufen. Da Kira in der vergangenen Woche bereits einige Untersuchungsschritte durchlaufen hat, stehen nun weitreichendere Maßnahmen an. Nach der klinischen Untersuchung soll eine Blutentnahme genaueren Aufschluss bringen. Zudem können bildgebende Verfahren wie eine Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung zum Ausschluss anderer Erkrankungen herangezogen werden. Manche Erkrankungen lassen sich nur durch eine Biopsie definitiv feststellen. Diese erfordert allerdings eine Vollnarkose des Tieres. In unserem Fall ist dieser Schritt zum Glück nicht notwendig. Anhand der vorangegangenen Untersuchungen sowie der Blutwerteanalyse zeichnet sich die Diagnose der Bauchspeicheldrüsenentzündung ab, medizinisch auch Pankreatitis genannt. Bei schwereren Formen ist meist ein stationärer Aufenthalt in der Tierklinik nötig. Es tut dir weh, das mag sie nicht. Der Darm ist auch so ein bisschen. Unsere Patientin ist jedoch nur an einer milden Form der Pankreatitis erkrankt. Sollte der Hund durch starken Durchfall oder Erbrechen schlapp und dehydriert sein, kann ihm in der Praxis noch eine Infusion verabreicht werden. Das unterstützt Körper und Organe mit wichtigen Elektrolyten und Mineralien.
Bei Bedarf bekommt die Patientin noch Medikamente mit nach Hause. Das können zum Beispiel Schmerzmittel, Medikamente gegen Übelkeit oder entzündungshemmende Präparate sein. Die begleitende Futteranpassung ist jetzt ein wichtiges Puzzlestück zur Verbesserung der Verdauung. In der Praxis wird Kira ein leicht verdauliches und fettarmes Spezialfutter von Royal Canin empfohlen. Das Gastrointestinal Low Fat aus der Veterinärreihe ist in diesem Fall zur akuten Gabe und sogar zur langfristigen Futterumstellung geeignet. Zum Abschluss haben wir noch ein paar allgemeine Tipps für euch, damit euer Liebling hoffentlich erst gar keine Verdauungsprobleme bekommt. Ganz vermeiden lässt es sich natürlich nie. Die Fütterung sollte immer in kleinen Mengen über den Tag verteilt erfolgen, um den Magen zu schonen. Jetzt gibt gleich was. Regelmäßige Hygiene am Fress- und Schlafplatz hilft, Infektionen zu vermeiden. Heißt, Näpfe gründlich reinigen und Hundebett waschen. Auch in der Wohnung solltet ihr Medikamente und Lebensmittel sicher aufbewahren und nicht frei zugänglich herumliegen lassen. Beim Gassigehen ist es generell ratsam, darauf zu achten, dass euer Hund nichts vom Boden frisst. Habt regelmäßig ein Auge auf den Kot eures Hundes. Diesen solltet ihr, auch wenn alles in Ordnung ist, ungefähr alle 3 Monate auf Darmparasiten untersuchen lassen. Die Heilungschancen bei Verdauungsproblemen hängen immer von der Ursache sowie dem Zeitpunkt der Erkennung und Behandlung ab. Deshalb ist es wichtig, eine Tierärztin oder einen Tierarzt aufzusuchen, sobald der Hund schwere Verdauungsprobleme zeigt oder sich milde Symptome nach 2 Tagen nicht bessern. Zooplus wünscht alles Gute für euch und euer Tier.